Guten Morgen. Tag 4 meiner Diät und bis jetzt läuft es ganz gut. Ich hatte gestern Abend noch einen Fruchtsnack mit einer kleinen Mandarine und einem kleinen Apfel, wo ich normalerweise vielleicht eventuell Schoki gegessen hätte oder so. Und bis jetzt fällt es mir nicht schwer, irgendwie auf irgendwas zu verzichten. Ja, ist Tag 3, Tag 4 und 5. Nee, Tag 4. Knuspermüsli, Mandelmilch und Himbeeren und Kaffee. Und der Bub. Und der Bub. Misse mich. Am frühen Morgen, der sieht immer so scheiße aus, hat mit morgens nichts zu tun. Ey, das war jetzt ein Attentat auf mich. Attentat? Ja. Ein Attentat, du auf Attentäter. Attentat. Kommt denn? Was denn? Ja. Ja, egal, mach rein. Was willst du jetzt? Mach mir mal das Gesicht. Mach mir das Gesicht. Wie du mich immer. Nein. Wie du mich. Mach nochmal. Wie du mich immer erschreckst. Ich bin erschreckt, ich hab doch nur geguckt so. Ja, genau. Ja. Im Bad, so, ich war am Zähneputzen. War ich am Zähneputzen? Oder am Schminken oder was weiß ich. Am Zähneputzen, ganz gemütlich. Und dann kommt er da mit so einem Gesicht, weißt du, und guckt mich die ganze Zeit an. Und ich hab's nicht mitgekriegt. Und dann habe ich mich erschrocken. Ja, aber dermaßen. Ich hab gar nicht gemacht. Doch. Ich hab nur geguckt. Ja, so. Was machst du da? Wer? Du? Für Vorrat sorgen. Gummibärchen. Kevin, wir gehen nur einkaufen. Ja, ja, ich mag halt jeder Kritze. Am besten. Deswegen lasse ich die immer. Na, dann kannst du die essen. Essenspinsel kaufe ich nie wieder. Der lässt Haare und ist nicht mal so alt. Ein Jahr oder so. Wir gehen jetzt einkaufen. Bin ich im Bild, ja? Deine Schultern sehen breit aus. Deine Schultern? Ja. Das gefällt dir nicht, genau. Aber wenn die Kamera an ist, ist sie so schüchtern. Aha! Wir gehen nur einkaufen, Stinger. Ich kann mich schlecht erscheinen. Ich glaube, ich werde den Aha-Moment nicht haben. Da heute Cheat Day ist, habe ich heute mal eine Latte Macchiato getrunken. Vom Aldi, die war lecker. Gell? Was? Wie war deine Latte? Habe ich noch gar nicht mal getrunken. Ja? Weil ich an den Teilen auf dem Band sitze. Das Kind brauchte ein Ü-Ei. Das warst du selber. Hab ich getan. Nee, aber die Kamera. Wer hat sich die Kamera gegen das Knie gehauen? Wer hat den Haarbeulen getutet? Du. Guck mal, er gibt schon auf. Nee, kein Bock mehr mit dem kleinen Teil. Ja, das stimmt auch. Ja, ich kann's doch auch. Hast du PS3 gespielt, PS4? Nein. Nee, brauch ich auch nicht. Das ist 1000 Mal guck mal, besser als... Guck mal. Wenn du abhaut, ne? Musst du ja hinterher. Das weiß ich ja. Ich glaube, da ist Strom drauf. Vorsichtig. Ja, wir sind unterwegs. Und da ging es in den Wald. Aber wir gehen nicht in den Wald. Auch wenn ich heute nicht alleine bin. Aber. No, no. Kein Wald heute. Ich bin mit meiner Haarfarbe bin ich zufrieden. Ich weiß nicht, ich glaube, dieses grelle Blonde steht mir nicht. Hab mir heute Farbe gekauft und werde mir nachher noch ein bisschen die Haare färben, ein bisschen dunkler. Mal gucken, wie das wird. Jens weiß ja noch gar nichts davon. Gespannt, wie er reagiert. Wird das wirklich was? Also, ob das Hackfleisch was wird? Guck mal, die Pfanne mehr auf. Die hinten ist nur halbe auf der Platte. Ist es so normal? Hä? Ist es so normal? Ja!
Du musst es auch braten, anbraten lassen jetzt. Ich habe übrigens meine Haare wieder gefärbt. Ja, nicht, dass es zum Klumpen wird. Das wird nicht zum Klumpen. Du sollst es anbraten lassen. Okay. Und dann würzen. Jetzt würzen. Und das was wird. Naja, Kinder muss man auch mal machen lassen. Ich bin. Hast du gehört oder was? Ich bin gespannt, wie jetzt meine Haare rauskommen. Ich weiß nicht, sieht man es da besser? So wollte ich die Haare von Anfang an haben, aber ich habe sie nicht so hingekriegt. Hi. Gott, bin ich zufrieden, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, die werden grün. Aber da. So habe ich es mir erhofft, gedacht. Bin zufrieden.